hinten an. Und dann mit 12 fing sie hemmungslos zu kicken an. Das war sowas wie ein Hilfeschein, den keiner hört. Bei jedem Schluck hat sie gedacht, bitte Mama sei empört. Doch Mama mag nur denken, da keiner hat aufgepasst. Papa hat lieber mit Kollegen einen Dorf gemacht. Jenny war draußen mit der Kicke, hier war sie beliebt. Hier wird man verstanden, wenn man auf zu Hause Krise schiebt. Sie ging mit 13 auf Partys ab 18. Er winkt wie eine Mutter und dann rein in das Achtel. Ecstasy, die Kokain, Ficken auf dem Halberklo. Crackbacks auf 56, die Dealer schon einfach so. Sag, wie viel mehr kann dieses Mädchen vertragen? Und ich sag, Leute, komm, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey! Justin war nicht gerade ein Wunschkind, doch seine Mama ist der Meinung, Abtreiben wäre stumm bringt. Das Problem war nur, dass Papa was dagegen hatte. Deshalb fand man Justin nachts in der Babyklappe. Er wuchs schon klein auf und heim auf. Doch wenn der Betreuer was sagte, gab er einen Scheiß drauf. Er hat schnell gemerkt, dass es nicht sein Zuhause ist. Hier gibt man dir das Gefühl, dass du nicht so betroffen bist. Dass er jemals 18 wird, kann man nur wenig hoffen. Denn er rauchte mit 6 Kippen mit 8 und war mit 10 besoffen. Sag, wie viel mehr kann dieser Junge vertragen? Und ich sag, Leute, komm, wir